Ich habe was für dich. Ich habe was für dich. Schau mal. Du hast doch hier, also. Du hast doch hier den als Geschützturm den Brenner, gell? Hm? Da habe ich einen Mod. Oh, jetzt da habe ich einen Mod. Matthias, auf. Aufsatz teilen. Der müsste eigentlich bei dir passen, ja? Wenn du den Flammenwerfer geschützt hast. Wir sind in Kürze da. Kommt drauf an. Wow. Ja, der passt. Und der hat nämlich 0,1% mehr. Ich seh grad, du hast ja auch die Trommelschrotflinte, gell? Hm? In Rot. Weil ich die doppelt gefunden habe, habe ich gedacht, gebe ich sie dir. Ja, also mein Rucksack, ich weiß nicht. Warst du schon da unten im Loch? Nee, ich suche die ganze Zeit, wo es hier runter ging. Ach, hier. Genau, da musst du ein bisschen runterhüpfen, ja. Und dann musst du einmal im Kreis rumlaufen, das ist voll dämlich, aber ist halt so. Ja, wie gesagt. Brandmunition. Ja, der Rucksack war nicht schlecht. Das Problem ist, hier wird es niemals Sachen geben, die aufeinander so abgestimmt sind. Oder es wird schon Sachen geben, die aufeinander abgestimmt sind. Das habe ich nur schon wieder gefunden. Warte mal bitte. Oh, Alter, ich habe mir gerade eben. Ich habe mir gerade erst diese scheiß X45 Handknifte. Und das hast du schon wieder was Besseres, oder was? Ja, jetzt habe ich schon wieder eine andere Handknifte Sonderanfertigung hier. Oh Gott. Willst du die haben? Die hat das eine blaue P45 Sonderanfertigung mit 1167 Schaden und einem 15 Schussmagazin. Ich habe eine M9 Militärversion überlegen. Die hat 962 Schaden. Ja, die hat 11. Ja, die hat aber hier. Die hat aber auch 15 Schuss, die P45. Hat sogar 20 Schuss mehr die Minute und hat noch 200 mehr Schaden. Ja, aber da heißt hier Talente. Sadist, fügen Sie Gegner mit blutenden Wunden 20% mehr Waffenschaden zu. Gut, wusste ich ja nicht. Nach 4 Kills erleidet der nächste von ihnen getroffene Feind blutende Wunden. Ach, Scheißpistolen benutze ich eh nicht. Nur im äußersten Notfall. Ja, oder ich bin aus Versehen hier mit dem Mausrad zufälligerweise bei der Pistole gelandet. Nur im äußersten Notfall. Halt. Och Mann, das macht. Ausrüsten. Hier kannst du aber eine Mikrozieloptikschiene noch drauf bauen. Das ist Wahnsinn. Auf die Schrotflinte? Nein, auf die Handknifte. Achso, okay. Weil ich hab das Ding auf die Schrotflinte gebaut. Du schaust gar nicht wirklich durch so eine Zieloptik, sondern da wird das normale Kimmelkorn einfach nur ein bisschen vergrößert. Eigentlich voll von Arsch. Oh, ich hab was für dich. Das habe ich hier unten gefunden, guck mal, ja. Ja, warte, ich komm mal hoch. Gib ich dir das mal. Oh, was ist das schönes? Abzulein? Schläfst du jetzt oder was? Warum mit das? Warum mit das, Junge? Bist denn du? Ey, hier draußen. Ja, wir gehen jetzt mal zur unbekannten Aktivität und vorher gebe ich dir mal. Der Matsch sieht ja hier jetzt geil aus. Pistolenschaden, noch ein Schaden. Hab ich gesehen, ja, Junge. Matsch sieht ja richtig echt aus, Junge. Der Matsch, ja. Hier in diesem blauen Container, da wo ich gerade bin, da ist sogar ein Ausrüstungsgegenstand drin. Hier der kleine blaue hier, der
quaderförmige hier. Mhm. Würfelförmige hier. So. Achso, du hast das für mich, okay. Mhm. Was ist das? Ja, meine PF5 Forge. Oh, Handschuhe, yay. Nur Schrott. So, warte, ich hab was für dich. Und zwar. Oh, muss. Ah, okay. Dann muss ich mal. Das war, glaube ich, für die Drohne, gell? Wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Drohne, hier ist er. Müssen wir schauen, was ist das hier? Ah, das hat 0,6%. Bisher hatte ich nur. Achso, das ist Wirkzeit. Das, was ich bisher hatte, das ist hier Abpralldauer, was immer das bedeutet. Aber 0,6 ist besser als 0,4, also nehmen wir das. Ja, auf jeden Fall. Sag jetzt mal. So. Ich würde sagen, wir machen mal die unbekannte Aktivität da vorne. Jetzt kann ich ja den anderen Mod ja jetzt eigentlich zerlegen. So, bestätigen. Yep. Ja. Wir machen mal die unbekannte Aktivität da vorne. Mit der Pumpgun. Mit der Auto. Verbündeter Auto-Shotgun. Nee, und dann würde ich mal ganz im Theater und die Masken und die Holster, nicht, dass ich das wieder vergesse und weiß schon, was ich meine. Mhm. Abgeben. Ja, vorhin, zu dem anderen Kontrollpunkt, wo es auch hier drüber ging, wo wir hierher gekommen sind, da sind wir ja hier durchgerascht wegen diesem Timer, gell? Ja. Und hier ist überall was, gell? Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, also man merkt schon, dass DX12 und jetzt eine ordentliche Grafikkarte hier dieses, ich weiß, das würde ich jetzt nicht so jucken, weil man dann irgendwann, aber dieser Matsch hier, das und schaut, die Sonne drin spiegelt. Das schaut schon geil aus, gell? Und auch dieses, ja. dieses schmutzige Wasser, was da so wabert. Zivilisten in Not. Naja, das ist schon Highlight, finde ich jetzt so ein bisschen. Also ich finde es Highlight. Richtig mit Wellen jetzt hier so, wenn du durchlatscht. Ich hab das vorher nicht gekannt, ich war wow. Cool. Oh, die haben hier zwei Geiseln. Warte mal, wollen wir die hier wegsnipern, die Aschkanten? Ja, wo müssen wir denn hier hin? Ja, gleich hier. Ungefähr so. Hammerhart, habe ich gleich zwei gerade gekillt. Weil die in einer Reihe standen, oder warst du das? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe gerade zwei in einer Reihe gekillt. Ja, doch geil. Oder warst du das? Ich weiß ich nicht. Ich hatte bei dem einen so und so viel Schaden, und bei dem anderen... Boah, kein Du. Ah, auf der Flucht erschossen. Irgendwo ganz in der Nähe. Zusätzliche Feindkontakte. Ey, das ist ja geil, wenn die Idioten jetzt bluten, die bluten jetzt. Das ist ja geil. Guck mal, der wow, der schießt auf mich. Gefunden! Hilfe! Dafür bring ich dich um! Tatsache, die bluten jetzt. Ja, wie geil ist das denn? Wo? Hallo. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Umladen auf.
Medikit. Jetzt reicht. Ja, wen? Ich hab ihn erschossen. Was? Zivilisten in Not? Wieso das? Warte mal, der hat mir jetzt was Blaues gedruckt. Was haben wir denn hier? Das ist eine Covert SAS. Das ist gerade ein Stufenaufstieg, hab ich gerade nicht gemacht. Oh, da liegt schon wieder irgendwas. So ein Sack hier liegt schon wieder hier im Gras. Fick dich! Ja, fick dich! Komm schon! Was ist das? Ja, was? Fick dich und halt's Maul, Onkel Ficker. Ja, Schrotflinte, muss ich sagen, werde ich jetzt mal benutzen. Ja, ja, gell, von wegen. Die ist nämlich arschgeil, ist die. Jetzt nicht für lange Distanzen, aber mal so locker. Also wenn ich hier stehe und da vorne ist der Feind, also nehmen wir mal an, du stehst hier beim Bagger, gell? Also hier so. Und selbst wenn der Feind jetzt noch hier steht, macht die Schaden durch das Autofeuer. Mhm. Aber wie gesagt, mehr als so 10, 15 Meter, da kannst du ihn irgendwann machen. Was mit dem hier? Was ich ja geil finde, ist, dass hier die Typen anfangen mit Bluten und dann verrecken. Und da siehst du so richtig das Runterzählen so. Wisst ihr, wie ich das meine? Hm? Ein bisschen. Ist auch noch was? Meine Fresse hier. Voll. So. Da vorne ist ja noch ein Kontrollpunkt. Scheiße, ja. Wie viele Kontrollpunkte gibt es denn hier? Ich würde mal gern zu dem anderen Kontrollpunkt. Gibt's im Prinzip vier Stück gibt es hier in dem Gebiet, ne? Ja, willst du den auch noch machen? Weil. Ich meine, wir können ja. Die Uli schläft jetzt. Jetzt kann ich auch zucken. Achso, ja, weil es immer heißt, du. Wenn du spielst, dann wacht die Uli auf. Ja, nicht wenn die gerade eingepennt ist. Die ist falsch, die ist ja schon seit der Früh unterwegs. Mhm. Wow, das hat etwas gehackt hier. Geil. So, dann mal wieder. Weggepulst. Oh, das ist noch einer mit Rüstung. Ah, der stellt wieder ein Türmchen auf. So geht das. Alter Falter. Hast du das gerade gesehen? Ja, ich habe auch ein paar Granaten geschmissen hier. Ja, ich habe auch den gerade rund 8.500 Schaden abgezogen, deswegen. Haha, der wollte gerade eine Granate schmeißen dazu hier. Ja, das kenne ich, das ist mir auch schon passiert. Geil. Kontrollpunkt entdeckt. Dann lässt er die Granate fallen, dann BÄM. Ich meine, er war eh schon tot, aber. Sag mal, hier die Gebäude kann man ja gar nicht. Manchmal finde ich das hier. Da würde ich gar nicht die Gebäude. Aber du kommst ja gar nicht rein, gell? In viele Gebäude. Ja, warte. Das sieht nur so aus. Ja, manchmal. Das finde ich ein bisschen schade. Kommt man so ein bisschen rein, gell? Also so. Vielleicht so einen Gang oder so, aber dann ist schon wieder. Er verrammelt die Bude hier. Aber das wäre dann auch Wahnsinn, wenn. Oh, hier ist ein Koffer. Rat mal, was ich gerade gefunden habe. Eine M44 Jagdversion? Nein, nee, das hier. Die hier. Nur eben. Ich muss gleich mal schauen. Hat,
Hat die jetzt halt sogar einen noch höheren Schaden? Ja, ja, die hat einen noch höheren Schaden. Die hat jetzt halt... Noch höher. Du hast mir eine gegeben mit 2670 und jetzt habe ich eine, die hat 2992. Okay, die tun wir gleich mal hier Favorit markieren. Die mal schnell Motten hier, so. Geht ja ruckzuck. Bestätigen. Griff, zack. Was gibt's noch hier? Farbe. Zack. Mehr gibt's gar nicht, gell? Genau. Zack! Und jetzt habe ich 3000 Schaden. Ups. Ja, nutzt du jetzt deinen Ersatzschlag, Mann, oder? Ja, 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 der ist momentan... Den nutzt du gut, alles klar. Den hab ich momentan das nämlich wirklich... Nee, ja, ey, das war nämlich wirklich... Hatten wir bisher Besuch? Ist nicht... Alter, warte mal, was hab ich denn jetzt hier schon wieder gefunden? Und tot. Prozent Kopfschuss. Also das hat 20% Pistolenschaden. Das finde ich total dämlich eigentlich. Aber die Kernattribute ist 1,5 Waffenschaden, 1,6 Reparaturfertigkeiten und nochmal 312 Lebensenergie. Während meins 1,4 Waffenschaden hat, also da ist das andere besser. Auch nur 1,4 Reparaturfertigkeiten. Aber hier ist dann statt Lebens, statt Kopfschussschaden Lebensenergie, das natürlich das weiß ich nicht, was ich mache. Okay. Ich schmeiß da hinten eine Granate hin, weil da lag eine im Gras und dann sagt er sich, Scheiße! Ja. Steht auf und weglaufen. Ja. Köstlich. So, ich renne einfach mal hier der Verwüstungsschneise nachher, ja, oder wie, oder was? Ja, so ungefähr. So, was ist denn hier unten? Ach, hier unten ist der Kontrollpunkt. Halt. Ich wollte eigentlich vorher noch eine rauchen gehen. Geht das hier weiter? Alex? Ja? Hörst du mir auch mal zu? Ja, du wolltest eine rauchen gehen, ja, aber ich bin gerade so fasziniert von der Metro hier, weil die geht ja sogar ein bisschen weiter hier. Hast du schon einen Friedhof geschändet? Friedhof habe ich keinen gesehen. Hier ist noch der Friedhof, den müssen wir noch schänden, schnell. Gut. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Alle Gräber anpümmeln. Die Goldzähne klauen von den ganzen Juden. Okay. So, und hier ist noch eine Kiste, zack. Und jetzt kletter ich mal hier hoch. Und verstecke mich hier und du passt auf mich auf und ich gehe in den Rohr und ruf dich an. So,